Der Herbst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ursula und heute gibt es ein Lied passend zur Jahreszeit, der Herbst. Wir werden das mit den vierten Klassen einstudieren und dann können die Kinder das auf den verschiedenen Instrumenten begleiten. Wir werden erst einmal das Lied lernen mit dem Text und es dann auch, soweit es geht, singen oder summen. Und dann werden wir die einzelnen Stimmen üben und wir begleiten das ganze Lied als Klassenorchester. Es gibt auch was zum Anhören, also bleib auf jeden Fall dabei. Im Spiel haben wir diese Melodie, geht mit Fis los. Fis und das E. Klangstäben haben wir die Töne D, das E und dann das A und das G in unterschiedlichen Reihenfolge. Die gleichen Töne auch auf den kleinen Bassklangstäben, also das D, das E, das G und das A. Auf dem Xylophon haben wir auch diese Töne, also D, E, E, dann das A, wieder D. Und jetzt beim zweiten Mal kommt das G, A, A und D. Auf der Geige haben wir die vier Töne mit den leeren Saiten. Das ist einmal das D, dann kommt das E, dann kommt das A, wieder D und dann zum Schluss auch nochmal das G. Aber es kann sein, dass Sie das dann doch eher mit Zupfen machen, weil das Streichen doch etwas schwer ist für die Kleinen. Also D so zupfen und das A und dann das E und dann das G. Auf der Gitarre haben wir auch die leeren Saiten, also einmal das D und dann das E und dann das A. Werden sie dann eben nacheinander als Begleitung zupfen. Das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst und dir das alles angehört hast. Und ich hoffe, du hattest auch Spaß. Bis zum nächsten Mal.